Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Genossinnen und Genossen, liebe Freundinnen und Freunde, heute stehen wir hier, heute feiern wir unseren 160. Geburtstag. Es ist für mich eine besondere Ehre, das als Vorsitzender gemeinsam mit dir, Saskia, tun zu können. Wir feiern die älteste Partei Europas, wir erinnern heute an unsere stolze Geschichte, aber wir lehnen uns nicht zurück. Selbstzufriedenheit war nie die Einstellung und die Haltung der Sozialdemokratie. Wir wollten nie stehen bleiben. Wir haben immer nach vorne geschaut. Wir haben die Herausforderungen der Zeit und der Zukunft angenommen. Und wir haben angepackt, liebe Genossinnen und Genossen, für eine bessere Zukunft. Ich habe schon viele Abgesänge auf die Sozialdemokratie erlebt. Auf dem Weg in die Bedeutungslosigkeit titelte der Deutschlandfunk 2016. Tot oder lebendig, der Spiegel 2017, Europas Sozialdemokraten am Abgrund, die FAZ 2019. Und ja, wir sind oftmals nicht die schrillste, nicht die lauteste, auch nicht die hipste Partei. Brücken in die Gesellschaft zu bauen, ist uns wichtiger als eine reißerische Überschrift. Wir setzen uns dafür ein, dass diejenigen gehört und gesehen werden, die nicht die stärksten und kraftvollsten in dieser Gesellschaft sind. Und genau dafür müssen wir uns nicht schämen. Im Gegenteil, das ist der Grund, warum es uns nach 160 Jahren noch gibt. Warum wir heute in so vielen Gemeinden, in Landkreisen, in Bundesländern regieren. Warum wir heute, lieber Olaf, mit dir den Bundeskanzler stellen. Unser Blick richtet sich immer in die Zukunft. Die nächsten 10 Jahre werden entscheidend sein für die Frage, ob Deutschland ein starkes Land bleibt. Frieden in Europa, Globalisierung, Klimaneutralität und soziale Gerechtigkeit, Einwanderung und Integration, gute Arbeit in Zeiten des technischen Fortschritts, Verteilungsfragen. Alle diese großen Debatten rücken gerade schlagartig in den Mittelpunkt unserer politischen Auseinandersetzung. Politik wird nicht langweilig. Vor uns liegen herausfordernde Jahre, weitreichende und auch schwierige Entscheidungen, die zu treffen sind. In einem, liebe Genossinnen und Genossen, bin ich mir sicher, es braucht eine starke Sozialdemokratie, um die Gesellschaft gut durch die nächsten Jahre zu bringen, um dieses Land und diesen Kontinent stark zu halten. Und deswegen mein Appell und meine Aufforderung, lasst uns die gestaltende Kraft der nächsten Jahre sein. Das ist gut für Deutschland, liebe Genossinnen und Genossen. Die bessere Zukunft, das ist das, was uns als Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten seit über 160 Jahren antreibt. Der Glaube an eine gute, eine bessere Zukunft. 1953 war es der Wahlkampfslogan, der es auf den Punkt brachte, Deutschlands Zukunft SPD. Willy Brandt setzte 1969 darauf, SPD, die beste Zukunft, die Sie wählen können. Helmut Schmidt forderte 1980 Mut zur Zukunft und 1988 waren wir überzeugt, Zukunft kommt von selbst, Fortschritt nur mit uns. Das Versprechen an eine bessere Zukunft ist für uns aber nie eine abstrakte Fata Morgana am Horizont geblieben. Der Kampf für eine gerechte Gesellschaft ging bei uns immer ganz konkreten Antworten der täglichen Herausforderungen der Bürgerinnen und Bürger einher. 2021, Olaf hat davon gesprochen, war unser Ansporn die Vision einer Gesellschaft des Respekts. Untermauert im Wahlkampf damals mit Forderungen nach 12 Euro Mindestlohn, dem Kampf gegen Kinderarmut, dem Kampf gegen die Klimakrise, stabilen Renten und bezahlbarem Wohnen. Wir haben beides getan. Wir haben uns immer im Spannungsverhältnis bewegt, die Vision klar im Blick zu haben, aber auch zu wissen, wie eine pragmatische Annäherung an dieses Ziel aussehen kann. Vision und Wirklichkeit war das, was wir immer in den Einklang gebracht haben und auch heute tun wir das. Vision und Wirklichkeit, das ist das Rezept, das die Sozialdemokratie seit 160 Jahren stark macht. Als die SPD gegründet wurde, war Deutschland noch eine Monarchie und die Demokratie als Staatsform eine ferne Vision. In unserem ersten Grundsatzprogramm 1891 sprach sich die SPD gegen jede Art der Ausbeutung und Unterdrückung aus. Zitat: Richte sie sich gegen Klasse, eine Partei, ein Geschlecht oder eine Rasse. Das war damals eine Kampfansage an die bestehenden Machtverhältnisse.
1918 war es dann der Sozialdemokrat Philipp Scheidemann, der die Weimarer Republik ausrief. Friedrich Ebert wurde der erste Reichspräsident der neu geborenen Demokratie. Im gleichen Jahr die Sozialdemokratin Marie Juchertz als erste Frau geredet in der Weimarer Nationalversammlung, nachdem wir als SPD erfolgreich das Frauenwahlrecht durchgesetzt hatten. Und auch in düsteren Zeiten kämpfte die Sozialdemokratie für eine bessere Zukunft. Als die Nationalsozialisten die Macht übernahmen, waren es Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten, die erbittert für Demokratie, Frieden und Freiheit kämpften. Niemand steht dafür sinnbildlich so wie Otto Wels. Und die 94 Sozialdemokraten, die 33 geschlossen gegen Hitlers Ermächtigungsgesetz stimmten. Als die SPD verboten werden sollte, blieben wir standhaft. Die Vision für eine demokratische und friedliche Gesellschaft hat den Horror des Zweiten Weltkriegs überlebt. Kaum jemand hat dafür so gekämpft wie die SPD. Und auch heute gehört es zum Selbstverständnis unserer Partei, dass wir gegen Faschismus, gegen rechtes Gedankengut, gegen Diskriminierung aufstehen. Seit 160 Jahren bildet die Sozialdemokratie das Rückgrat unserer Demokratie. Und darauf sind wir stolz, liebe Genossinnen und Genossen. Und wir können uns heute auch glücklich schätzen, dass die Vision eines friedlichen, vereinten Europas die Zerstörungswut des Nationalsozialismus überdauert hat. Die Europäische Union ist die größte Errungenschaft des 20. Jahrhunderts. Die SPD war die erste politische Partei, die die Vision der Vereinigten Staaten von Europa formuliert hat. Das war 1925. Heute sind wir ein ganzes Stück weitergekommen, sind dieser Vision näher gekommen. Die Europäische Union ist Garant dafür, dass wir in Deutschland in Wohlstand und in Frieden leben können. Und ich bin stolz auf das internationalistische Erbe unserer Partei. Kaum jemand steht dafür so wie Willy Brandt. Seine Ostpolitik war revolutionär. Sie hat den Lauf unserer Geschichte verändert, den Weg zur deutschen Wiedervereinigung geebnet, zur Osterweiterung der Europäischen Union, zur Demokratisierung vieler Länder des Warschauer Paktes. Zu Recht hat Willy Brandt für die Ostpolitik den Friedensnobelpreis erhalten und der langjährige Zeitjournalist Gunter Hoffmann hat gerade eine neue Biografie über Willy Brandt veröffentlicht, in der er schreibt, ohne die Ostpolitik hätten die Deutschen nicht wirklich wieder Vertrauen gewonnen bei den Nachbarn und in der Welt. Liebe Genossinnen und Genossen, auch wenn manche heute versuchen, die Fehleinschätzung der letzten Jahre Willy Brandt und seiner Ostpolitik anzulasten. Willy hat Historisches geleistet. Er hat die Welt zu einem besseren Ort gemacht und ich sage euch, auf dieses Erbe können wir stolz sein und wir werden es konsequent weiterführen, wenn es darum geht, gute Nachbarn zu sein. Die Ostpolitik von Willy Brandt hat in unserer Partei einen besonderen Platz und wir werden niemals zulassen, dass sie angegriffen wird. Putins brutaler Krieg gegen die Ukraine zeigt, wie stark Europa sein kann, wenn wir gemeinsam handeln. Ich bin stolz darauf, wenn wir heute sehen, dass es Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten überall in Europa sind, die den Kontinent zusammenhalten. Und ich bin mir sicher, Demokratie und Freiheit werden auch in diesem grausamen Krieg siegen. Und wir sollten in diesen Tagen an eine zweite Tradition sozialdemokratischer Außenpolitik erinnern und daraus Inspiration für unser heutiges Handeln ziehen. Die Nord-Süd-Politik von Willy Brandt. Wir leben heute in einer Welt voller Umbrüche. Die Zeiten Uni und bipolarer Ordnung sind vorbei. Neben China und den USA erheben heute immer mehr Staaten des globalen Südens auch einen Anspruch, die Zukunft der Weltordnung mitzugestalten. Und es ist nicht automatisch ausgemacht, dass wir der natürliche Partner sind. Ich will, dass wir basierend auf unseren Werten, unseren Grundüberzeugungen konkrete Angebote machen, auf andere zugehen, strategische Partnerschaften ausbauen in der Industriepolitik, in der Energiepolitik, der Klima-, der Handelspolitik, bei ökonomischen Kooperationen, bei politischen Allianzen. Ich habe mehrfach betont, dass wir als Deutschland und Europa unsere eigene Rolle in der Welt definieren müssen, dass wir Verantwortung übernehmen müssen, dass wir auch Führung übernehmen müssen, wenn es darum geht, die regelbasierte Ordnung zu schützen, nicht breitbeinig in der Welt auftreten, sondern indem wir uns einbringen, indem wir Haltung zeigen, mit anderen in Dialog gehen, sie versuchen zu überzeugen, für unsere Ideen zu gewinnen, nicht mit erhobenem Zeigefinger, sondern mit Haltung und auf Augenhöhe. Ich bin fest davon überzeugt, eine starke und aktive Rolle in der Welt,
von uns ist die Grundlage für Frieden, Sicherheit und Wohlstand. Und das will ich anführen, lieber Olaf, ich bin wirklich stolz darauf, dass du als Bundeskanzler diese Außenpolitik von Willy Brandt fortsetzt. Dafür ein großer Dank. Aber wir können auch als Partei auf eine erfolgreiche Geschichte internationaler Politik aufbauen. Willy Brandt hat die sozialdemokratischen Grundwerte Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität international vorgelebt. Sein Wirken als Präsident der Sozialistischen Internationalen von 76 bis 92 bringt der deutschen Sozialdemokratie bis heute, gerade in den Ländern des globalen Südens, einen großen Respekt entgegen. Sein Engagement hat dazu geführt, dass wir heute ein weltweites Netzwerk haben, das wir aufbauen können, wenn es jetzt darum geht, strategische Partnerschaften mit anderen Ländern aufzubauen. Es ist ein Erbe, das wir glücklich schätzen können. Willy Brandt hilft dabei, dass wir auch heute noch Türen in der Welt aufstoßen. Seit unserem Wahlsieg 2021 kommen viele Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten aus anderen Ländern zu uns, suchen die Zusammenarbeit, wollen mit uns zusammenarbeiten. Und wir haben es gerade in den letzten Monaten erlebt. Es waren Genossinnen und Genossen aus Brasilien, Namibia, Chile, der Mongolei, der Türkei. Und wir sehen, dass oftmals uns eine enge persönliche Geschichte verbindet, dass Sie eine enge persönliche Geschichte auch mit der Sozialdemokratie haben. Und das ist schon etwas Besonderes, wenn ich als Vorsitzender dort bei Lula sein darf, wenn man sieht, wie die Verbindungen auch zu Willy Brandt und zur deutschen Sozialdemokratie sind. Die chilenische Senatorin Isabel Allende, Tochter des ehemaligen chilenischen Präsidenten Salvador Allende, die betont, wie eng ihre Verbindungen zur deutschen Sozialdemokratie sind. Aber es ist eben nicht nur diese Freundschaft, nicht nur die enge Verbindung aus der Vergangenheit, sondern es ist, liebe Genossinnen und Genossen, auch der Glaube an eine bessere Zukunft und dass diese Zukunft noch besser wird, wenn wir den Weg gemeinsam gehen. Und das verbindet uns mit vielen Freundinnen und Freunden auf der Welt. Und ich bin stolz darauf, dass ich als Vorsitzender jetzt an dieser Tradition festmachen kann, dass ich sie neu beleben kann. Und das müssen wir als Partei gemeinsam machen. Wir dürfen nie wieder zulassen, dass das Internationale in der SPD ins Hintertreffen gerät, liebe Genossinnen und Genossen. Wir ziehen aus unserer Geschichte Kraft für die Zukunft. 160 Jahre Erfahrungsschatz, wir haben einiges zu bieten. Und das gilt auch für ein anderes Thema. Ich bin in einem Land aufgewachsen, in dem für meine Eltern einmal klar war, mir wird es besser gehen als der Generation davor. Diese Gewissheit hat meine Generation geprägt, auch die Generation meiner Eltern und der Generation meiner Großeltern. Das war die Gewissheit in den westlichen Industrieländern in der Nachkriegszeit. Das droht heute anders zu sein. Die multiplen Krisen der Vergangenheit haben Spuren hinterlassen. Nur noch 22% der Deutschen glauben daran, dass es ihnen und ihrer Familie in 5 Jahren einmal besser gehen wird. Der Glaube an eine bessere Zukunft, der die Geschichte unseres Landes und auch die Geschichte unserer Partei so geprägt hat, dieser Glaube an eine bessere Zukunft, der ist nach hinten gerutscht. Es fällt heute vielen schwerer als in den vergangenen Jahren. Und auch das sehen wir in anderen Ländern Europas. Liebe Genossinnen und Genossen, liebe Freundinnen und Freunde, ich leite daraus einen Auftrag für die Sozialdemokratie ab. Wir müssen den Glauben an eine bessere Zukunft wiederbeleben. Ich will, dass wir mit Zuversicht und Optimismus auf die nächsten Jahre und die Herausforderungen vor uns blicken. Ich will, dass wir die Partei sind, die Zuversicht und Optimismus in dieser Gesellschaft stiftet. Wir leben heute in einer historischen Phase des Umbruchs. Das ist angesprochen worden von Saskia, von Olaf, von Kevin. Die Folgen der Pandemie, der Krieg in Europa, die Klimakrise, die Inflation, bahnbrechende technologische Innovation, Digitalisierung, sozial-ökologische Transformation, neue Gerechtigkeitsfragen. Viele sitzen da und gucken sich das an und fragen sich, komme ich da noch mit? Komme ich da noch mit bei all dem, was gerade passiert? Die Wahrheit ist, es wird nicht ohne Veränderung gehen, wenn wir auch in Zukunft hier in Deutschland, in Europa in Wohlstand und Sicherheit leben wollen, wenn wir ein starkes Land bleiben wollen. Veränderungen dürfen allerdings nicht Verschlechterung sein, liebe Genossinnen und Genossen. Es ist unsere Aufgabe als Sozialdemokratie, dass aus Veränderungen Verbesserungen werden. Und deswegen lasst mich als Parteivorsitzender der SPD ein Versprechen abgeben. Wir werden dafür sorgen, dass niemand auf diesem Weg alleine gelassen wird.
Wir können die Menschen nicht vor dem Wandel schützen, aber wir können das Versprechen abgeben, dass wir die Menschen im Wandel schützen, liebe Genossinnen und Genossen. Das ist seit 160 Jahren die Aufgabe der Sozialdemokratie. Und gerade in den nächsten Jahren wird es darauf ankommen. Aber wir werden das meistern, da bin ich mir sicher. Auf dem Godesberger Parteitag 59 wurde viel und intensiv diskutiert über die Rolle des Staates, des Marktes, über Revolution und Reform. Am Ende haben die Genossinnen und Genossen fast einstimmig ein reformorientiertes Grundsatzprogramm verabschiedet. Eine pragmatische Politik für ein besseres Morgen für alle Bürgerinnen und Bürger stand im Mittelpunkt, das Ganze basierend auf den Grundwerten Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität. Dieses Godesberger Programm war aber auch die Grundlage für wirtschaftspolitische Umbrüche in den 60er und 70er Jahren. Und das war damals der Anspruch der SPD, eine neue Wirtschaftspolitik zu formen. Dieser Anspruch muss auch heute gelten, auch heute im Jahr 2023. Auch heute stehen wir wieder am Beginn von etwas Neuem. Das alte Wirtschaftsmodell hat sich überlebt. Der Neoliberalismus ist tot. Wir alle erleben täglich, welche Spuren der Neoliberalismus hinterlassen hat. Züge, die nicht mehr fahren, Brücken, die nicht mehr tragen, Schulen, in denen es von der Decke tropft, wochenlanges Warten auf einen Termin im Bürgeramt oder Unternehmen, die über langsames Internet und Fachkräftemangel klagen. Globale Lieferketten, die innerhalb kürzester Zeit einbrechen können. Das war ein Irrglaube, dass der Markt alles regelt, dass der Staat sich immer mehr zurückzieht. Wir erleben heute, was das eine Gesellschaft, aber auch ein Wirtschaftsstandort kostet, wenn an den falschen Stellen gespart wird. Wenn wir zu lange von der Substanz leben und uns die Vision für eine bessere Zukunft abhanden kommt. Wir haben die große Chance, liebe Genossinnen und Genossen, jetzt eine neue Wirtschaftspolitik zu prägen. Eine Wirtschaftspolitik, die Gemeinwohl und die Rolle des Staates wieder in den Mittelpunkt rückt. Eine Wirtschaftspolitik, die die Klimaneutralität als Chance sieht, die die Arbeitsplätze der Zukunft schafft und gute Arbeit und gute Löhne sichert. Dieses neue Wirtschaftsmodell bildet sich gerade in dieser Zeit heraus und es muss der Anspruch der SPD sein, dieses neue Wirtschaftsmodell zu gestalten. Wir brauchen dafür ein neues Zusammenspiel von Staat und Markt. Natürlich regelt der Staat nicht alles, aber der Staat muss Orientierung geben, muss Planungssicherheit schaffen, klare Ziele formulieren, das Spielfeld abstecken, in dem dann Unternehmen im Wettbewerb neue Produkte und Dienstleistungen entwickeln. Ich meine, selbst der Bund der deutschen Industrie fordert heute einen aktiven Staat in der Industriepolitik. Der Staat muss als strategischer Investor den Wandel vorantreiben. Er muss seine Marktmacht nutzen, um digitale, klimaneutrale Produkte und Dienstleistungen zu fördern. Der Staat muss Leitmärkte schaffen, Zukunftstechnologien zur Marktreife verhelfen. Und selbstverständlich muss der Staat für diese Aufgaben auch gut finanziell ausgestattet sein. Und deswegen sagen wir als SPD sehr deutlich, dass sich Verteilungsfragen in unserer Gesellschaft neu stellen und dass wir sie auch neu beantworten müssen. Die Rolle des Staates wird auch beim Thema Infrastruktur offensichtlich. Infrastruktur muss wieder ein entscheidender Standortvorteil in Deutschland und Europa werden. Lange Zeit haben wir die Maßstäbe gesetzt, aber das ist nicht mehr der Fall. Wir brauchen ein Comeback bei der Infrastrukturpolitik, digitale, klimaneutrale Infrastrukturen, nachhaltige, sichere, pünktliche Mobilität, digitale Verwaltung, Ladeinfrastruktur, 5G-Netze, Energie- und Wasserstoffnetze der Zukunft. Darum muss es gehen. Die betriebliche Mitbestimmung bildet übrigens das Rückgrat dieser Transformation. Sie ist die Grundlage dafür, dass wir vorankommen, dass die klimaneutrale Wirtschaft ein neuer Wohlstandsmotor wird. Sie ist der Garant dafür, dass alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mitgenommen werden. Das ist ein enormer Standortvorteil, den wir haben. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die eine hohe Bindung haben zu ihrem Unternehmen, eine große Bereitschaft, diesen Wandel auch aktiv zu gestalten. Und daher müssen wir gerade in der Transformation die betriebliche Mitbestimmung und die Rolle von Gewerkschaften stärken. Liebe Genossinnen und Genossen, der Rahmen für die kommenden Jahrzehnte ist klar. Der Kampf gegen die Klimakrise ist unser Ziel. Bis 2045 wollen wir klimaneutral wirtschaften und leben. Nicht als Selbstzweck, sondern weil wir wollen, dass Generationen nach uns noch vernünftig auf diesem Planeten leben können. Ich bin überzeugt davon, der Weg in die Klimaneutralität eröffnet uns viele Chancen.
Chancen, das Leben einfacher, besser, nachhaltiger zu gestalten. Mit den richtigen Rahmenbedingungen können wir hier Vision und Wirklichkeit zusammenbringen. Die Chancen, die wir als Sozialdemokratie haben, liegen auf der Hand. Es ist mein Anspruch, unser Anspruch als Führung der SPD, dass wir uns aufmachen, dass wir diese neue Zukunft gestalten. Liebe Genossinnen und Genossen, die SPD ist noch lange nicht am Ende. Lasst uns mit Zuversicht und Optimismus, mit Vision und Wirklichkeit in die nächsten Jahre gehen. Die Sozialdemokratie wird gebraucht. Vielen Dank.